Freunde. Hallo Hannover. Vor allem dort im Hindenburg-Viertel oder wie es jetzt heißt, im Zoo-Viertel. Hallo Deutschland, meine lieben Bayern. Danke. Ein außergewöhnlich reichhaltiges Programm heute. Liebling des Monats wird heute von Ihnen hier gewählt im Studio. Und wir haben sensationelle Neuigkeiten aus der neuen Heimat von Gerhard Schröder. Von seinem neuen Haus, vom Edeka-Markt gegenüber, von der Musikhochschule. Und brandheiße Informationen von einer Tiermedizinstudentin, die nur wenige Meter vom Kanzler entfernt studiert. Das alles heute. Und die große, große Freude zusammen mit unseren holländischen Nachbarn und Freunden, Prinz Willem Alexander. Heiratet morgen die charmante und heißblütige Argentinierin Máxima Zorrilleta. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Riesenjubel, und für uns ist fantastisch, dass sozusagen das Land von Diego Maradona und das Land der Coffeeshops jetzt zueinander finden. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Die Holländer sind völlig aus dem Häuschen vor Begeisterung. Heute Nacht hat man schon die Kutsche abgedeckt, probeweise durch Amsterdam gezogen. Und normalerweise ist es ja so, wenn hier bei uns ein Holländer in einer goldenen Kutsche mit einem roten Teppich vorfährt, wird einfach nur wieder 7 Tage, 7 Köpfe aufgezeichnet. Dann am Wochenende, es soll warm werden, bis zu 20 Grad. Haben Sie mitbekommen? Ja. Ob das gesund ist, weiß ich nicht für den Kreislauf. Hier in Köln-Mülheim ist es so heiß, die Ratten tragen Sonnenbrillen. Es ist so warm, bei mir in den Brusthaaren brüten bereits die ersten Amseln. Helmut Zerlett und die Edeka-Band! Heute Abend haben wir wieder einmal eine außergewöhnlich gut aussehende junge Frau zu Gast, 20 Jahre alt, Topmodel. Unter anderem persönlich bekannt mit Ralph Lauren, einem Mann, von dem wir nicht mehr wissen, wie man ihn richtig ausspricht. Aber seit wenigen Wochen ist er auf seiner Schauspielschule in München, heute Abend zum zweiten Mal bei uns, das ehemalige Topmodel oder immer noch Topmodel, aber jetzt in Zukunft hauptsächlich Schauspielerin, Anne-Christine Peine. Es frischt auf in Kabul, meine Damen und Herren. Minus 9 Grad in der Nacht zum Sonntag, minus 9 Grad auch in der Nacht morgen zum Samstag, aber tagsüber strahlender Sonnenschein mit nur ganz, ganz leichter Bewölkung. Und wir sind sehr stolz, wieder einmal hat ein großartiger Kollege von uns einen fantastischen Preis bekommen, nämlich mit dem Jazz Art Preis, gestern ausgezeichnet in Düsseldorf, unser großartiger Trompeter Thomas Heberer. Herzlichen Glückwunsch. Ein Preis, der vergeben wird, Thomas, vom Land Nordrhein-Westfalen. Ganz richtig, genau. Vom WDR. Mhm. Ja. Und du hast ihn für ein konkretes Projekt bekommen? Das ist ganz richtig. Das war eine öffentliche Ausschreibung. Und ich habe im letzten Jahr ein Projekt gemacht über Louis Armstrong. Louis Armstrong wäre im letzten Jahr 100 Jahre alt geworden. Das habe ich zum Anlass genommen für eine musikalische Revue. Und die ist jetzt entsprechend prämiert worden mit diesem Preis. Herzlichen Glückwunsch. Können wir da mal einen Ausschnitt bei Gelegenheit hier hören? Sagen wir mal, das ist eine Art von Musik, die im weitesten Sinne unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Wo passt sie dann besser als hier? Oder? Das machen wir demnächst mal. Okay, ja? Herzlichen Glückwunsch. Und wir freuen uns sehr, wenn wir demnächst mal einen Auszug aus dieser Produktion hören. Thomas Heberer, Jazz Art Preisträger 2002. Dann. Gestern hätten wir noch gesagt Spitzel und dann haben wir uns gesagt Stopp. Zwar haben 10% unserer Mitarbeiter gestern für die PLDS gestimmt, wenn Bundestagswahl gewesen wäre. Die haben mich heute komplett im Bus nach drüben geschickt. Ja. Es geht jetzt hier bei uns ein unschönes Spitzeltum im Team los, das muss man sagen. Ja? Nathalie, unsere Französin, ein Volk, das sein Leben lang die Revolution einfach um eine Rübe kürzer gemacht hat. Ja? Sagt Leuten auf den Kopf so, ich glaube, du hast CDU gewählt. In einem Land, in dem die Sozialisten dicke Limousinen fahren. Ja? Man hat gesagt, wir sind eine Demokratie. Okay,
hier bei uns im Team. Jeder kann abstimmen, das wird seriös behandelt. Es wurde auch nicht geschnüffelt, aber es geht jetzt eine unglaubliche Mutmaßung los. Der hat doch bestimmt CDU gewählt. So bekloppt wie der ist, der wählt doch Grün. Der hat doch Kohle von zu Hause, FDP. Und das ist unschön, das müssen wir in den kommenden Monaten eindämmen. Denn natürlich soll jeder bei uns völlig frei in seiner Willensbildung das Kreuzchen dort machen, wo er es aus welchen Gründen auch immer für richtig hält. Genau. Habe ich das richtig gesagt? Absolut. Auch heute werden wir das erste Testergebnis hier aus dem Publikum vorlesen im Monat Februar. Aber wir haben heute ein reichhaltiges Programm und ich bin drauf gekommen, weil ich gesagt habe, gestern hätten wir noch gesagt Spitzler. Da haben wir gesagt, nein, das ist ein unschöner Begriff aus einer unschönen Zeit. Unsere V-Frauen und V-Männer in Hannover. Und ich glaube, das ist ein Begriff, den auch der Kanzler tolerieren kann. Ja. Er ist zurzeit bei Pretzel Busch auf Besuch. Heute Mittag muss ich bei Spiegel Online lesen, George W. Pretzel Busch wusste angeblich nicht, dass wir demnächst hier Bundestagswahlen haben. Was soll ihn auch Nordbelgien interessieren? Oder? Es kann ihm doch wurscht sein, wer hier bei uns ans Telefon geht, wenn er anrufen lässt. Also, und der Kanzler ist in USA, aber unsere V-Frauen und V-Männer aus Hannover haben uns erstklassige E-Mails geschickt mit sensationellen neuen Meldungen. Und man muss auch mal sagen, das fällt auf, stilistisch grandios. Super. Leichte Ironie, sehr elegant formuliert. Nicht umsonst sagt man, dass Hannover das beste Deutsch überhaupt spricht. Ja. Mit Endungen, mit Silben. Hannover spricht das schönste Deutsch, sprachlich. Wir können es beweisen. Und zwar, wir werden nachher anrufen hier bei Familie Kaspers im Edeka-Laden in der Straße, in der der Kanzler wohnt. Ja. Und das Sensationelle, ein V-Mann aus Hannover hat uns ein Bild gefaxt von Familie Kaspers und hat gesagt, das Bild ist in der DWZ. Und wir haben gesagt, stopp, wir sind ein Hochklasse-Produkt, in dem 80% der Zuschauer FDP wählen wollen. Wir möchten die Zeitung im Original haben. Unser V-Mann Micky Jacobs im Archiv hat einen Kurier angerufen in Hannover. Nee, auch da in der Nähe von, wo das herkommt, Bückeburg, im Taxiunternehmen, da gab es keinen Kurier. Und der Taxiunternehmer hat das aber nicht zum Taxipreis, sondern zum Kurierpreis gemacht. Ist auch toll, oder? Sensationell. Ja. Zum Kurierpreis ein Taxiunternehmer aus Bückeburg. Auf die Autobahn, links, Betonklotz auf das Gas. Das hier, meine Damen und Herren, die Tageszeitung für das Weserbergland. Wir stellen vor, eine Zeitung, die man nur empfehlen kann, die DWZ. Das ist mal ein Titel für eine Zeitung. Aus dem Weserbergland. Die DWZ. 400 Jahre vor Erfindung des Internets schon ein Domain-Titel. Ja? Die DWZ. Und dort ist ein Bericht über die neuen Nachbarn des Kanzlers im Edeka-Laden, und zwar Familie Kasper. Und ich glaube, ich hatte gestern Frau Jutta Kasper am Apparat. Die Jüngere. Die Mutter. Die Mutter, meinst du? Oder war es Anke Kasper? Ich glaube, es war die Anke. Tochter. Das sind die neuen Nachbarn, einige der neuen Nachbarn von Kanzler Schröder. Familie Kasper, top beliebte Edeka-Betreiber im Zooviertel in Hannover. Anke Kasper, Jutta Kasper und Alois Kasper. Die neuen Nachbarn. Und dort werden wir nachher anrufen in wenigen Minuten. Denn gestern Abend hatte Frau Kasper sehr, sehr viel zu tun. Ja. Ist verständlich. Das war gerade Rush Hour. Auch der Norden gibt sich närrisch. Braunschweig-Hochburg, das war klar. Wie schreibt man da? Allah, Felau. Wir feiern unseren ersten karnevalistischen Geburtstag, den 11. Umzug. Süß. Die DWZ, Salieri-Pleite. Wirklich eine schöne Zeitung. Haben sich auch eine Homepage, sehr viel Neues aus Hameln. Und die haben diese Familie vorgestellt. Und wir haben im Internet aufgerufen, bitte schickt uns aktuelle Fotos vom Edeka-Laden. Und das sind die aktuellen Bilder, die uns erreicht haben. Edeka-Markt in Hannover. Drunter noch deutlicher zu sehen. Das ist der Getränkemarkt. Das ist der Getränkemarkt, ist gleich nebendran. Anderes. Ja, genau. Ja. Wer ist dieser Mann? Ein Mensch geworden ist V. Oder? Wir wissen es nicht. Dann schickt uns Peter Kruder das hier, noch eine präzisere Aufnahme vom Edeka-Markt.
geht gerade eine Frau vorbei und da steht ein Fahrrad und ein halber Sonnenschirm. Jo. Scheint noch schöneres Wetter zu sein als hier im Zooviertel in Hannover. Ein Sonnenschirm im Januar. Auch das verdanken Sie dem Kanzler, meine lieben Hannoveraner. Erinnern Sie sich mal, wie schlecht 16 Jahre lang das Wetter war in Deutschland. Jetzt! Unsere V-Frauen und V-Männer haben uns folgende Mails geschickt. V-Mann Joost Stracke schreibt: Sehr geehrter Herr Schmidt, die Platnerstraße, das ist die Straße, in der der Kanzler wohnt, ist das richtig? Ja. Das neue Haus? Also er wohnt an der Ecke Platnerstraße, Leisewitzstraße. Ich weiß jetzt nicht, woraus er seine Hausnummer hat. Weiß man ja nie bei diesen Eckhäusern. Gut, das wird uns ein V-Mann demnächst mailen, ja, genau. In den nächsten Tagen. Verfügt über eine Bushaltestelle, an der die Buslinien 128 und 134 Halt machen. Mit diesen Buslinien könnte die Kanzlerfamilie umweltfreundlich und kostengünstig folgende Ziele ansteuern. Den Zoo Hannover, die Hochschule für Musik, das Kongresszentrum, das Schauspielhaus am Thielernplatz, das sich unweit eines exquisiten Zigarrengeschäfts befindet, ein Cinemax-Kino und die Zellerstraße. Hier wird der Kanzler allerdings nicht aussteigen, da er sich sonst mitten im Rotlichtviertel bewegen würde. Das können wir jetzt, wir haben das generalstabsmäßig hier eingerichtet. Ja. Die Bushaltestelle. Ja. Ja, Plattnerstraße, Linien 128 und 134. Denn wir haben das Modell gestern ein bisschen überstürzt und dilettantisch aufgebaut. Aber zum Glück gibt es Gundalf Gundalfsson in Hannover. Er schreibt uns: Anbei sende ich eine Korrektur zur Lage im Zooviertel, wo gezeigt wird, dass der Zoo nicht gegenüber von Schröders Haus ist, sondern weit entfernt und die Musikhochschule auch woanders liegt. Das war natürlich ein bisschen viel Fehler bei uns, ja, auf einmal. Ja, ja. Übrigens, der Besitzer vom Edeka ist meines Wissens ein Mann namens Alois Kasper. Aber ich glaube, ihr habt während der Show mit der Tochter gesprochen. Siehste? 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 Wir werden das gleich klären. Das ist die neue Lageskizze, genehmigt mit Luftaufnahmebehörde 028-17F des Bundesluftfahrtamtes in Niedersachsen. Und jetzt ein Meisterwerk der Technik. Wir überblenden das. Oh, wow. Ich stelle das jetzt um, ne? Also den Zoo tue ich mal ganz weg, das ist ja Quatsch. Ne? Ja, mit dem der Zoo liegt nicht sichtbar für uns. Ja. Und schauen Sie, was heute technisch alles möglich ist. So, und jetzt ist das Schröderhaus ist richtig. Ja. Die Musikhochschule müssen wir, Hochschule für Musik, müssen wir hier hin tun. Ja. Dann Wochenmarkt ist auch richtig. Ja. Da kommt aber noch eine evangelische Kirche dazu. Das ist wichtig, denn der Kanzler geht ja häufig in die Kirche. Ja. Ist er evangelisch? Das ist egal. Das weiß ich nicht. Ich glaube, der Kanzler ist protestantisch. Evangelisch, ja. Lutheranischen Glaubens. Ist das politisch korrekt genug formuliert? Ja, klar. Wir haben es ja einzige, weil wir haben ja Religion erfunden als Katholiken. So. Dann hier ist der Edeka-Markt. Ja. Da ist der, da, unser Haus stimmt jetzt nicht so, aber so sagen wir mal so ungefähr. Und daneben, glaube ich, hier sage ich mal der Getränkehandel. Da haben wir keine Informationen. Gut, das wird noch präzisiert werden. V-Mann 0311, bitte mailen Sie uns, wo genau steht der Getränkehandel. Jetzt ist Folgendes, circa 250 Meter neue Mail von Peter Kammann. Circa 250 Meter vom neuen Haus des Kanzlers entfernt, und zwar an der Ecke Leisewitz. Ellernstraße befindet sich eine Kneipe, die ich selber oft und gerne besuche. Nicht nur wegen des guten Essens, sondern auch wegen des ausgeschenkten Bieres. Und das war das Bier, das du heute trinken möchtest. Ja. Es ist Henke-Bier aus Herke. Herke-Bier aus Peine. Ja. Und das ist nicht nur lecker, schreibt Herr Kammann, sondern hat auch potenzsteigende Eigenschaften, wie der Spruch, trink Henke-Bier, dann steht ihr dir belegt. Auch ich kaufe beim Edeka-Markt ein. Die junge Frau Kasper, die Sie gestern am Telefon haben, es war die junge Frau Kasper. Ja, ja. Ich vermute Anke. Oder Jutta? Schwer zu sagen. Junge Frauen in Hannover, heißen Sie eher Anke oder Jutta? Ja, Alois fragen. Ist der Vater, oder? Ja, klar. Ja, natürlich. Die junge Frau Kasper, die Sie gestern am Telefon hatten, verkauft dort eine exzellente Leberpastete mit Preiselbeeren. Sollte Doris unbedingt mal kaufen. Ja. Toll, man ist schon per Du mit der Gattin des Kanzlers. Hast du dieses Bier hier? Das Herke-Bier ist auch noch unterwegs. Das musste ja auch in Peine besorgt werden. Und, kommt ebenfalls mit Kurier, meine Damen und Herren. Ja. Eine Flasche Bier mit Kurier aus Peine bei Hannover. Wo ist der Kurier? Soll ich mal anrufen? Ruf mal an. Er hat ein Handy? Er hat ein Handy. Ich meine, er hat natürlich eine Freisprecheranlage im Auto, oder? Ist das einer von diesen jungen Studenten ohne Führerschein, die freihändig fahren, dabei trinken und so das Handy noch reingeklemmt haben? Ich habe gehört, er fährt ein Peugeot.
Oh, einen Peugeot. Na, da sind wir aber stolz. Ach, der ist ja gar nicht von uns. Nee, CLS, jetzt ist er besetzt. Ja, klar, er ist ein Trinkgegangen wahrscheinlich. Peugeot. Das klingt nach Schleichwerbung. Aber ich habe lange Citroën gefahren. Na, unsere Security hat eben... Ah, jetzt ist... Spreche mit Herrn Schweighammer, anderer Karl-Schmidt-Show. Sind Sie unterwegs? Wo sind Sie denn? Vor der Ausfahrt Köln-Delbrück. Oh, das ist nicht weit. Das ist 1 Kilometer vom Studio entfernt. Ach so, gut. Ja, dann warten wir noch. Kommen Sie einfach rein, wenn Sie da sind. Ja. Danke, tschüss. Fantastisch. Ich habe übrigens 2 Lieblingsfrauen in der Werbung. Das gehört jetzt nicht zum Thema, aber ich muss es loswerden, sonst vergesse ich es wieder. Ja. Ja? Das eine ist die Frau im Alpha, fiel mir jetzt ein, mit Automarken. Hast du mal gesehen, mit diesen 4 Kindern, die so schreit? Nee. Finde ich sehr gut. Nie gesehen? Mal gehört, glaube ich. Ja, so. Läuft da auch Radio? Wenn Werbung ist, dann gehe ich öfters ins Internet und dann höre ich ja nur, was für Werbung läuft. Ah, verstehe. Uiuiui, wenn Werbung ist. Aber meine absolute Lieblingsfreundin Werbung, und ich weiß, dass viele von Ihnen genauso empfinden wie ich. Gräfin Pfuhl von Edu-Schogal. Habe ich recht? Eine Traumfrau. Und du glaubst nicht, wie Frauen diese Frau hassen. Echt? Ja. Was ich über Gräfin Pfuhl schon an negativen, an übelsten gynäkologischen Vokabular hören musste. Und ich sage, seid ihr bekloppt? Die schalten bei uns Werbung. Gräfin Pfuhl. Du kennst Gräfin Pfuhl? Ja, klar. Wie die eine Tasse trinkt, das kann nur der Adel. Ja. Sowas hat Nathalies Vorfahren die Rübe abgehackt. Ja. Und bei uns schnüffeln, wer was wählt, diese Franzosen. Ja? Gräfin Pfuhl, diese Frau im Alpha und Gräfin Pfuhl von Edu-Schogala. Ja. Ein absoluter Traum. Und ich glaube, Gräfin Pfuhl heißt wirklich Gräfin Pfuhl. Ja, also ich habe mal einen Bericht über die gelesen. Auch die ganzen Kinder, das sind alles ihre Kinder. Ja, glaube ich, 7 Kinder oder so. Das sind 7 Kinder in der Werbung zu sehen? Ja, 5 davon. Die habe ich noch nicht gesehen. Wo sind die denn? Sind da nicht so Kinder? Dann habe ich es verwechselt mit den Fotos, die ich darüber gelesen habe. Ach so. Es kann nicht sein, dass ich schon dicht war, als die Werbung kam. Das sind 7 Kinder in der Werbung? Nein, das würde ich jetzt nicht. Sind 7 Kinder? Die tanzen um sie rum, freiwillig? Oder, ja, ne? Oder wegen, wahrscheinlich kriegen die Kinder Geld. In so Kleidchen, oder? Sie hat so ein wallendes Kleid an und die Kinder laufen... Gräfin Pfuhl hat ein wallendes Kleid an? Ja. Bei mir sitzt sie auf dem Stuhl. Ach, mehrere. Du hast doch die Werbung gesehen, oder? Ja, aber sitzt sie auf dem Stuhl und trinkt aus so einer grünen Tasse, wofür diese geile Anwältin draus getrunken hat. Ja. Dieselbe Tasse, natürlich frisch gespült. Und das ist Gräfin Pfuhl. Aber das ist nicht das Thema, ich sag es nur mal. Ja. So, Tierarztstudentin Nina Zündel. Hallo. Ich bin auf der Tierärztlichen Hochschule seit 5 Jahren. Ist es nicht ein bisschen lang, Nina? ich weiß ja nicht, wie lange so ein Studium dauert. Ja? Direkt neben den Anwesen des Kanzler-Ehepaars befindet sich eine Studentenverbindung. Ich habe nichts damit zu tun, allerdings fanden dort öfters Partys statt. Da waren grundsätzlich 4 bis 5 Streifenwagen der Polizei auf extra eingezeichneten Polizeiparkplätzen vor dem Haus der Schröders geparkt. Zu nicht allzu fortgeschrittener Stunde, und das ist interessant für uns in der V-Mann-Ausbildung, zu nicht allzu fortgeschrittener Stunde konnte man schließlich in regelmäßigen Abständen eine erboste Frauenstimme aus dem Fenster rufen hören: Ruhe da draußen, Klammer, mit gerolltem R bei Ruhe in erbitterter Tonlage. Also in etwa Ruhe! Das wäre hysterisch. Erbittert ist... Ruhe! Ruhe! Wie man das R im Großraum Augsburg zum Beispiel rollt. Ruhe! Mein Mann ist Kanzler! Nun fragt sich Tierarztstudentin Nina, erstens, ruft Doris in solchen Fällen selbst oder hat man dafür Angestellte? Und zweitens, war besagte Verbindung der Grund für den Umzug des Kanzlers in ein derart unschönes Haus? Oder will er angesichts der bevorstehenden Wahlen Bürgernähe beweisen? Ich verbleibe mit Freunden, Grüßen und stehe für spitzelhafte Auskünfte jederzeit zur Verfügung. Unglaublich, was Frauen alles machen, um spitzeln zu dürfen. Nina Zündel, Tierarztstudentin. So. Ich habe hier übrigens auch noch ein Mail, da wird sag mal, die Mail oder das Mail? Eine Mail, eine E-Mail. Die Mail, eine Mail. Eine Mail. Eine Mail, ich habe eine Mail.
Ich habe eine Mail. Ja. Ja. Ob Gräfin Pfuhl auch mailt? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, da kommt der Bote noch reingeritten. Ich habe Wer ist eigentlich der, der bei der Sat.1-Werbung immer vor der Werbung mit dem nackten Arsch durch den Schnee rennt? Ich kenne nur den, der den Schnee schippt und, ja, und klingelt mit so einem dicken Handschuh. Super gut. Ja. Aber einer rennt auch mit einem nackten Gesäß durchs nicht. Programm. Ich dachte zuerst, es sei ich noch vom Casting, aber... Ja. So, was ist das? Ah. Hier habe ich noch eine Mail von Axel Felsenstein. Der schreibt, dass diese Gastwirtschaft, wo das Herkebier getrunken wird, ja? Die heißt Leisewitzstübchen. Stell ich das auch mal hin. Das klingt aber urig. Ja, Leisewitzstübchen. Leisewitzstübchen. Er sagt aber, er hat eine andere Meinung dazu. Er sagt, die wäre mega dubios. Mega dubios? Mega dubios. Also ein ganz normaler Ortsvereintreff, oder was? Was heißt denn mega dubios? Das ist schon wieder so eine Abqualifizierung eines durchaus anständigen Fachwerkhausstübchens. Ja. Ich erlaube mir da kein Urteil. Und Andrea Lücke hat uns geschrieben, was kostet es eigentlich den Steuerzahler, wenn sich, wie gestern gegen 22 Uhr, 5 Polizisten vor dem Kanzlerhaus beim Schwatz auf der Motorhaube ihres Zivilfahrzeuges räkeln? Also das war dann so ungefähr. Tja, das kostet den Steuerzahler dasselbe, als wenn sie mit MG im Anschlag... Oder? Ja, klar. Also dann finde ich okay. Das muss man übrigens sagen, sämtliche unserer V-Frauen und V-Männer bestätigen, dass die Polizisten äußerst höflich ja. bis zuvorkommend sind. Und gut aussehen teilweise. Gut aussehen, das ja. ist klar, das ist klar. Also würdest du hässliche Bodyguards haben wollen? Nein, das ist klar. Aber alle Polizisten sind sehr zuvorkommend, bürgernah, sagen, entschuldigen, was machen Sie hier? Ah, gehen Sie bitte mit dem Hund einen Baum weiter und so. So, dann Zivi Christoph Schmidt, der uns gestern schon gemailt hat, schreibt Neues, er schreibt auch, es war die Tochter des Chefs beim Edeka, Neues von heute. Doris war heute sehr lange im neuen Haus. Ich sah sie gegen 10.15 Uhr aus ihrem Golf 3 Kombi aussteigen, als ich gerade aus dem Edeka-Markt kam. Ich glaube, da ist halb Hannover in diesem Markt. Als ich abends vom Zivildienst kam, stand das Auto immer noch da. Dann komm doch mal nach Mülheim, da ist es anders. Werde die Tage vielleicht ein paar Fotos vom Stand der Bauarbeiten und dem Edeka-Markt per E-Mail zukommen lassen. Und dann schreibt uns Niklas Grünwald, das Viertel, wie gesagt, das wir schon gesagt haben, heißt Zooviertel. Und die Ratskrone, die Herr Antrag gestern getrunken hat, denn er trinkt ja im Laufe der nächsten Jahre 5000 Biersorten aus deutschen Brauereien, um die deutsche Brauereiwirtschaft nach vorne zu bringen, kostet im Edeka-Markt 29 Cent. Man kennt mich dort, da ich Woche für Woche im Hannover Indians Trikot auflaufe und 3 bis 4 Dosen dieses köstlichen Gerstensafts erstehe, um für das Eishockeyspiel gerüstet zu sein. Ich werde dort morgen, also heute gegen 16 Uhr erscheinen, um das Telefongespräch mitzuerleben. Sehr das ist ideal, das heißt, wir können ihn verlangen. Ja. Der Knaller ist der Besitzer Alois Kasper, aber auch Anke oder Jutta sind natürlich herzlich willkommen. Ich glaube, gestern habe ich mit Jutta gesprochen. Ah, Freizeichen. Kasper? Guten Tag, Harald Schmidt. Ich hatte gestern schon mal angerufen. Ja? Frau Kasper, spreche ich mit Frau Anke oder Frau Jutta Kasper? Nee, Anke. Sind Sie die Tochter? Richtig. Ja. Wir haben auch gestern zusammen gesprochen. Ja. Wie ist denn jetzt gerade der Betrieb? Haben Sie ein bisschen Zeit im Edeka-Markt? Es kommt ganz drauf an, wie lange Sie mich festhalten wollen. Ja, nur ein bisschen telefonieren. Ja, ja? Ja, das kann ich mir vorstellen. Merken Sie denn schon einen Unterschied, seit Kanzlers gegenüber eingezogen sind? Nein. Es ist nicht mehr los als vorher? Was heißt hier los, ist bei uns immer was. Also, wir können uns nicht beschweren. Ja, war denn der Kanzler schon bei Ihnen einkaufen? Na, ihn selber habe ich noch nicht gesehen. Die Gattin? Na klar. Ja? Und das ist ganz unkompliziert, die kommt einfach rein und kauft ein? Richtig. Darf man denn fragen, was sie so einkauft? Nein. Bitte? Nein. Das wieder fällt unter den Datenschutz. Ja, genau. Ja, finde ich auch völlig okay. Sind denn jetzt Leute im Laden, vor denen Sie den Eindruck haben, die sind nur da, weil sie wissen, dass ich nochmal anrufe? Na, ich habe mein Publikum sowieso hinter mir stehen.
Meine Kunden stehen hier alle und hören alle schön mit zu, was ich so von mir gebe. Haben Sie auf laut geschaltet? Nein, aber die hören ja, was ich dann sage. Aber die wissen doch nicht, ob das zu meiner Frage passt. Falls Sie sich heute Abend die Sendung anschauen sollten, dann wären Sie hin. Wir haben jetzt Ihren Markt hier schön aufgebaut in unserem kleinen Modell. Aha. Und ist denn zufällig Herr Niklas Grünwald im Laden? Kenne ich nicht. Könnten Sie mal kurz fragen, bitte? Herr Niklas Grünwald? Ja. Moment. Herr Niklas Grünwald? Keine Resonanz. Sehr gut, das heißt, er ist verhaftet worden, die Security. Sehr gut. Stimmt alles hier. Ja, dann würde ich sagen, wir schicken mal bei Gelegenheit vielleicht ein kleines Kamerateam bei Ihnen vorbei und kaufen mal bei Ihnen ein. Dann können wir uns eine genauere Vorstellung von Ihrem Geschäft machen. Wenn es denn unbedingt sein muss, ich habe das zwar nicht ganz so gerne. Ja, aber die Herren sind sind auch junge Damen dabei, sind erstklassig erzogen, haben wirklich gute Manieren und wir machen das. Ich werde sie mir vorher anschauen, ne? Ja, selbstverständlich. Und was empfohlen wurde, ist Ihre Leberpastete mit den Preiselbeeren. Ist das wirklich eine Spezialität Ihres Hauses? Na, sicherlich, gehört auch dazu. Ja? Na klar. Beschmieren Sie auch Brötchen? Ja. Das ist ja wunderbar. Boah, ist ja ideal für uns. Haben Sie auch so einen kleinen Stand mit Kaffee, wo man im Laden trinken kann? Nee, Kaffee haben wir nicht. Kaffee nicht? Nein, Kaffee haben wir leider nicht. Ja gut, können wir mitbringen. Herzlichen Dank und auf bald. Ja, bitte. Ja? Tschüss. Tschüss, Wiederhören. Sehr nett. Sehr gut. Also das heißt, wir werden uns natürlich zivilisiert dort benehmen. Ja. Und jetzt habe ich ein Zeichen bekommen. Nein, der Kurier ist noch nicht da. Wo ist er? Hängt er draußen irgendwo fest? Ah ja. Also der Kurier ist aber in unmittelbarer Nähe des Studios mit dem, wie heißt das Bier? Herkebier. Herkebier aus Peine. Ja. Herkebier aus Peine. Eine Flasche Bier mit Kurier zum Sonderpreis hier. Und wir kommen zur Wahl des Lieblings des Monats. Das hier war Kuchers Landhotel in der Vulkaneifel in Darscheid. Ein voller Erfolg. Die Herrschaften haben sich per Fax bei uns bedankt. Ja. Tischreservierung auf Monate raus, jetzt notwendig. Ein solcher Run auf diesen Feinschmecker-Tempel, seit er hier bei uns Liebling des Monats war. Und jetzt die Entscheidung für Sie, wer wird der Nachfolger? Für mich persönlich Favoriten, aber ich möchte niemanden beeinflussen, Prinz Willem und Machima Jureta. Echt? Ja, ein sympathisches junges Paar. Die Liebe hat gesiegt. Man wusste sie nicht, weil es über den Vater unschöne Gerüchte gibt. Ja? Ich werde morgen ab 8 Uhr morgens die Übertragung anschauen. Ich kann Ihnen sagen, für RTL kommentieren diese Hochzeit Frauke Ludewig aus Amsterdam und Katja Burkhardt aus dem RTL-Studio in Köln. Sat1 hat Dieter Kronzucker und Carsten Hädler mobil gemacht. Ja. Für die ARD, und das tut mir leid, das darf ich sagen, als freier Wähler, mein Favorit. Tina Hassel und Rolf Seelmann-Eggebert. Niemand kennt unsere Durchlauchten besser als Rolf Seelmann-Eggebert. Und das ZDF hat eine Sensationskombination. Peter Fein, Nina Ruge, Britta Hilbert, Andreas Klinner, Reinildis van Ditschhuizen und Rudi Carrell. Auch nicht schlecht. Ja. Favorit Nummer 1 für den Lieblingsmonat. Favorit Nummer 2, der Frühling. Der früher kam als erwartet. Machen Sie ruhig Notizen, wir stimmen gleich ab. Favorit Nummer 3, dieser Herr hier. Der Präsident von Afghanistan. Ja. Wie heißt er? Herr Karzai, Karzai, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, das ist das. Er wurde von Gucci zum bestgekleideten Mann der Welt gewählt. Und er hat recht. Wir stellen ihn noch ein bisschen genauer vor. Karzai setzt den Trend. Innovative Mode für den Staatsmann von Welt. Clash of Colors. Der propere Pashtune lebt es vor. Hier trägt er eine honigbraune Ethno-Pellerine aus gekämmter Vicuña-Wolle. Besondere Beachtung verdient der abgesetzte Fold-Up-Collar-Kragen, der mit einer kostbaren Ardo-Goldkante eingefasst ist. Dieses Modell gibt es natürlich auch in quietschegrün. Beim müßigen Flanieren hält der kosmopolitische Stammesführer seinen knopflosen Kaftan mit den Händen geschlossen, während die Ärmel lose herabschlackern. Antithetisch zu den Ethno-Elementen steht die vom Mantel verhüllte Garderobe. Ein schwarzes Kortsakko von Armani mit taubenblauer Buntfaltenhose von Vivienne Westwood. Das ist die Karzai-Kollektion, der Crossover-Modetrend der Zukunft. Fruchtbare Symbiose von Orient und Okzident. Also, wenn Sie modisch interessiert sind. Und der vierte Vorschlag
Der vierte Vorschlag, Liebling des Monats Februar, Kaspers Aktiv-Edeka-Markt in Hannover. So. Das heißt, wir stimmen ab per Applaus. Wer möchte? Herr Kaiser? Okay, das Favorit bisher. Und wie sieht's hiermit aus? Das war eindeutig. Liebling des Monats Februar, eindeutig Publikumsentscheid. Kaspar Edeka Aktivmarkt im Zooviertel in Hannover. Herzlichen Glückwunsch. Damit kommen wir zur heutigen Umfrage. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Sie wissen, wir haben gestern das erste Schnittergebnis aus dem Januar bekannt gegeben. Jetzt geht es weiter. Erstes Ergebnis im Februar. Heute waren 259 Wahlberechtigte im Studio. Gültige Stimmen 223, Wahlbeteiligung 86,1%. Es würden morgen Stimmen für die CDU/CSU 33,6%. Für die SPD 32,3%, für die Grünen 9,9%, für die FDP 18,4% und für die PDS 5,8%. Das hieße also, die FDP könnte sich aufführen wie Larry, ja, weil entweder Schröder oder Stoiber müssten nach der Pfeife von Dr. Guido tanzen, um als Koalitionspartner die Sache durchziehen zu können. Ja? Es ist soweit, der Kurier mit dem Bier aus Peine ist da, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, wie heißen Sie? Daniel Schweigermann. Wann sind Sie losgefahren? Vor 3,5 Stunden. 3,5 Stunden, war viel los auf der Autobahn? Ich bin zweimal im Stau stecken geblieben. Zweimal im Stau. Schönen Dank. Müssen wir was bezahlen oder wird das schon gemacht? Ja. Gehen Sie nach hinten, trinken Sie einen Kaffee, essen Sie eine Kleinigkeit. Dankeschön. Unser Mann aus Peine. 3,5 Stunden. Das ist das Bier? Das ist das Bier. Ja, Flaschenöffner hast du oder machst du es mit den Zähnen auf? Nein. Soll ich den Spruch beim Trinken nochmal sagen? Ja, unbedingt, denn den kann man gar nicht oft genug hören. Den gibt es auch, glaube ich, nicht im Zusammenhang mit anderen Biersorten. Nein, nein. Hast du ihn nochmal? Ja, das ist schlimm, dass wir solche Sprüche mittlerweile schon nachschlagen müssen. Der muss ja auch Früher extra. Hatten wir gar keine anderen. Moment, ich hab ihn gleich. Trink Herkebier, dann steht er dir. Ha, ha, ha. Und sehr lecker, mal. Sehr was? Lecker, sehr lecker. Bitte? Sehr lecker? Was hast du? Hast du mich gerade Zeig mal. Das meine ich nicht, aber gut. Ja, noch ein Glas, aber gleich. Okay, Themawechsel jetzt.